Wichtig für Rentner. Welche Geburtsjahrgänge dürfen 2024 erstmals in eine Altersrente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Wann kann ich in Rente gehen? Kann ich 2024 in Rente gehen? Wann beginnt meine Altersrente? Ich bin dann und dann geboren, Herr Knöppel. Können Sie mir sagen, bitte, wann kann ich in Rente gehen? Meine Damen und Herren, wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen zu diesem Thema. Und wie gesagt, für uns ist das quasi, wie für Sie auch, wahrscheinlich ein Mega-Dauerbrenner. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, ich bringe einfach nochmal so eine Art, ja, Evergreen, also der sich jährlich wiederholt, zum Thema, wann beginnt eine Altersrente erstmals im Jahr 2024? Wann kann ich erstmals 24 in Rente gehen? Und dann starten wir. Ich habe natürlich eine Folie vorbereitet für Sie, eine PowerPoint-Präsentation. Und dann starten wir einfach mal voll rein in die ganze Geschichte. Und ich zeige Ihnen dann, wie und wann das hier eigentlich möglich ist. Also, der Beginn einer Altersrente im Jahr 2024 ist natürlich logischerweise immer von Ihrem Geburtsdatum abhängig. Ja, also wenn Sie 1965 geboren sind, dann können Sie mit den vier klassischen Altersrentenarten, die es aktuell gibt, noch nicht in Rente gehen. Da sind Sie einfach noch zu früh dran. Also, es gibt nur ganz bestimmte Geburtsjahrgänge, die erstmals, ich betone das Wort erstmals, im Jahr 2024 eine Altersrente bekommen können, beziehen können. Und natürlich geht das nur auf Antrag und es müssen auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für diese jeweilige Altersrentenart vorliegen, meine Damen und Herren. Und wir haben im Rentenrecht, ich beziehe die knappschaftliche Altersrente nicht mit ein, aktuell vier mögliche Arten von Altersrenten, die Sie sozusagen in Anspruch nehmen können. Und da starten wir einfach mal mit der Regelaltersrente. Das ist die gerne bezeichnet als reguläre Rente oder als Mutter aller Renten oder wie auch immer. Aber die Regelaltersrente ist die, wo Sie jetzt mit dem Geburtsjahrgang vom 01.01.1958 bis einschließlich 01.12.1958 mit Vollendung des 66. Lebensjahres erstmals in Rente gehen können. Sie brauchen 5 Jahre allgemeine Wartezeit. Das sind 60 Kalendermonate ausschließlich mit Beitragszeiten, entweder Pflichtversicherungszeiten oder freiwillige Beitragszeiten. Wer am 2.12.1958 geboren wurde, der kann erst zum 01.01.2025, aber dann immer noch mit Vollendung des 66. Lebensjahres in die Regelaltersrente gehen. Ja, dann schlagen wir mal um auf die nächste Altersrente. Das ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Im Jahr 2024 ist der Rentenbeginn erstmals für die Geburtsjahrgänge vom 2.12.1960 bis einschließlich 01.12.1961 möglich, und zwar mit Vollendung des 63. Lebensjahres. Dann kassieren Sie ja schon fast die Höchststrafe, 12,6% Abschlag. Sie benötigen 35 Jahre Wartezeit. Wer am 2.12.1961 geboren wurde, der kann erst zum 01.01.2025, aber auch dann wiederum mit Vollendung des 63. Lebensjahres in diese Altersrente gehen. Also der Beginn dieser Altersrente ist tatsächlich mit Vollendung des 63. Lebensjahres, aber dann mit Abschlägen möglich. Springen wir in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen um. Die können Sie 2024 mit den Geburtsjahrgängen vom 2.4.1962 bis einschließlich 1.2.1963 erreichen, und zwar grundsätzlich mit Vollendung des 61. Lebensjahres und 8 Kalendermonate. Also das ist der frühestmögliche Beginn bei dieser Altersrentenart, und dann haben Sie satte 10,8% Abschlag. Meine Damen und Herren, wer 1964 geboren wurde, der kann grundsätzlich nur noch mit Vollendung des 62. Lebensjahres in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen oder diese beantragen. Sie benötigen 35 Jahre Wartezeit und einen Grad der Behinderung von 50. Der muss bei Beginn dieser Rente, wie die Wartezeit auch, definitiv vorliegen.
Dann last but not least die letzte Altersrentenart, das ist meine Lieblingsaltersrentenart und zwar die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die können Sie im Jahr 2024 erstmals mit den Geburtsjahrgängen vom 2.10.1959 bis einschließlich 1.8.1960 in Anspruch nehmen und zwar mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate. Diese Altersrentenart hat keinen Abschlag. Sie können diese Altersrente grundsätzlich immer nur ohne Abschlag bekommen. Anderen Zugang gibt es dafür gar nicht und Sie brauchen 45 Jahre Wartezeit oder viele von Ihnen sagen auch 45 Jahre Beitragszeiten, aber das ist ein bisschen nebulös, deswegen ich sage 45 Jahre Wartezeit ist der treffsichere Rechtsbegriff für den Zugang zu dieser Altersrente. Meine Damen und Herren, diese Altersrente, meine Lieblingsaltersrente, wird Rente mit 63 bezeichnet. Das ist sie schon lange nicht mehr. Sie haben keinen Rentenbeginn bei dieser Altersrente mit Vollendung des 63. Lebensjahres. Das können Sie zuvor genannt schon mit der Altersrente für langjährig Versicherte erreichen. Gar kein Problem. Dann hätten Sie sogar bei 45 Jahren Wartezeit dann einen Abschlag von 12,6% oder sogar noch mehr oder weniger, je nachdem, wann Ihr Geburtsjahrgang da nun ist. Ja, meine Damen und Herren, das soll es einfach mal gewesen sein zum Thema, wann können Sie mit welchem Geburtsjahrgang können Sie im Jahr 2024 erstmals eine Altersrente beziehen? Ja, jetzt haben Sie einen kleinen Überblick. Ich denke, ich werde das für das Jahr 2025 dann auch noch machen, irgendwann mal im Laufe des Jahres 24 oder 25. Aber Sie können sich darauf verlassen, auch da wird es wieder ein entsprechendes Video von uns als versierte Rentenberater von rentenbescheid24.de geben. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.